Die Klänge und Gerüche von Dunwall ändern sich nicht. Das ist meine Stadt. Welches Trainingsprogramm hat Vater wohl heute für mich? In Ordnung, Majestät. Zeig, was du kannst. Wenn ich schnell genug bin, kann ich darunter durchrutschen. Geschafft. Sprinten, über das Hindernis hechten und rutschen. Ja. Was jetzt? Könnte ich doch nur jeden Tag laufen und springen. Mal sehen, wie schnell ich zu Fuß bin. Du hast gut aufgepasst. Mal sehen, wie leise du bist, junge Dame. Schleich dich an mich ran, wenn du es schaffst. Bist du schnell genug mit dem Würgegriff? Wacht die Person später auf und geht nach Hause. Das ist mein Mädchen. Ich darf dich nicht hören oder sehen. Die Leute bemerken dich meist nicht, wenn du über ihnen bist. Nichts gesehen. Mit den Worten von Corvo Atano verborgen wir ein Geheimnis leise wie der Sonnenuntergang. Denk dran, eine Pistole lässt alle im Gebäude aufwachen. Deine Armbrust ist leise. Zeit für weiteres Waffen- und Kampftraining. Dann verprügeln wir uns mal, ja? Ja. Harter Schlag. Gut. Das ist meine Tochter. Blocke, wenn dich jemand mit dem Schwert angreift. Gut. Blocke mit einer Klinge. Gut gemacht. Sehr gut. Du hast einen natürlichen Kampfinstinkt. Mit dem richtigen Timing bringst du Gegner aus der Balance. Du bist schnell. Na los. Clever gemacht. Das hält selbst den niederträchtigsten Killer auf. Das Bewusstloswürgen funktioniert auch im Kampf. Na los!
Wenn er taumelt, setz einen tödlichen Schlag. Blocke, wenn dich jemand mit dem Schwert angreift. Es ist gut, wenn du auf dich selbst aufpassen kannst. Wenn es irgendwann Ärger gibt, bist du bereit für den Kampf. Warum müssen wir überhaupt den Jahrestag eines Attentats feiern? Vor 15 Jahren, zur Zeit einer Seuche, die fast ganz Dunwall vernichtete, überfiel ein gedungener Meuchler mein Heim, den Palast, und erstach meine Mutter. Danach wollten die Auftraggeber des Mörders mich als Figur in ihrem Machtspiel missbrauchen. Sie hätten Erfolg gehabt, hätte mein Vater Corvo Atano sie nicht gejagt und ihre Intrigen zerschlagen. Bin ich nun die Kaiserin, die meine Mutter sich gewünscht hätte? Jetzt droht eine neue Krise. Eine Bestie, der sogenannte Kronenmeuchler, tötet meine Feinde und erweckt den Anschein, als seien mein Vater und ich daran schuld. Ich weiß nicht, ob ich ein Schiff zum anderen Ende der Welt nehmen oder alle um mich herum hinrichten lassen soll. Seien Sie wachsam, Majestät. Ich bin auf die heutigen Zeremonien nicht erpicht. Ihr Siegelring. Hier, beginnen wir. Danke, Alexei. Öffnen Sie die Türen. Lang lebe Ihre kaiserliche Hoheit, Emily Caldwin. Treue Untertanen. Wir erleben harte Zeiten, doch heute ehren wir meine Mutter, die selige Jessamine Caldwin. Möge ihr Andenken nie verloren gehen. Emma. Du wirkst müde, Vater. Jedes Jahr hoffe ich, Jessamines Todestag würde etwas einfacher werden, aber er ist es nie. Ich wünschte, Mutter wäre noch Kaiserin. Ich glaube, ich bin nicht gut darin. Du bist noch in der Ausbildung. Keine Sorge wegen der Störenfriede. Und was den Kronenmeuchler betrifft, den finden wir. Die Leute glauben, du bist es. Und dass diese Morde ein fehlgeleiteter Versuch sind, mich zu beschützen. Nein, jemand versucht, uns die Schuld zu geben, indem er deine Feinde eliminiert. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen. Das machst du doch schon. Glaubst du im Ernst, ich weiß nichts von deinen Nächten auf den Dächern? Halt durch. Die Zeremonie wird bald zu Ende sein. Kaiserlicher Schutzherr und Vater. Ich hätte ein Gesetz gegen diese Kombination erlassen sollen. Majestät, bevor wir uns des Tageswerkes annehmen, haben wir unerwarteten Besuch. Den Herzog von Cerkonos. Ramsay sagte, dass der Herzog Geschenke mitbringt. Faszinierend. Luca Abele, Herzog von Cerkonos. Janische Soldaten? Erstaunlich. Was soll das, Ramsay? Ich habe diese Dinger nicht genehmigt. Kaiserliche Hoheit und Schutzherr Corvo Atano. Werter Bürger unserer Heimat. Cerkonos überbringt Beileid an diesem traurigen Tag und Geschenke aus unserer Nation, den neuen Stern am südlichen Horizont. Wir danken, Euer Gnaden. Nichts zu danken. Sehen Sie nun das größte Geschenk von allen. Familie. Ich präsentiere die Schwester von Jessamine Caldwin, die wahre Kaiserin. Delilah Caldwin. Unmöglich. Die Schwester meiner Mutter? Meine teure Nichte. Hallo. Das ist nicht wahr.
Mein Vater war Kaiser Juhorn Jacob Caldwin und Jessamine meine kleine Schwester. Damals, bei ihrem Tode, war ich noch nicht bereit, mich euch zu offenbaren und gezwungen, Dunwall zu verlassen. Aber nun bin ich hier. Wenn Sie wirklich meine Tante sind, heiße ich Sie willkommen, hier zu bleiben. Kleiner Spatz. Opfer schwarzer Erinnerungen. Ich bin hier, um euch die Last eurer Krone zu nehmen. Das Versprechen meines Vaters, vor so vielen Jahren im Geheimen geflüstert, hat sich nun erfüllt. Was soll das? Emily Caldwin ist die Tochter von Kaiserin Jessamine Caldwin. Kaiserlicher Schutzherr. Wie naiv zu glauben, dass sie ungestraft morden können. In meinem Palast zu leben, hat sie geschützt. Aber das ist vorbei. Hört mich, ihr alle. Eure rechtmäßige Kaiserin ist zurück. Reiset Kaiserin Delilah. Erste ihres Namens. Verhaftet Emily Caldwin und ihren Vater für die Kronenmeuchlermorde. Was? Schweigen Sie schon das Mal des Outsiders. Sicher eine köstliche Geschichte. Ich sperre ihn in die Gemächer der Kaiserin. Dann bringe ich ihn zum Gefängnis von Kurtwitsch. Mein Vater verlor alles, schickte mich zur Stadtwache, kaum besser als betteln. Und ich musste ihnen gehorchen, Corvo Atano, Sohn eines zirkonischen Kaufmanns. Hauptmann, waren das Schreie? Lord Corvo! Was ist passiert? Das ist alles, Hauptmann Mayu. Nein! Ah, die berüchtigte Waffe des Schutzherrn. Welches Schwert faltet sich bitte? Laut der Stadtwache gibt es einen letzten Zufluchtsort der Kaiserin in den Gemächern ihrer Tochter. Mit genug Gold, um eine Insel zu kaufen. Und das soll einer von zwei Schlüsseln sein. Was? Was ist geschehen? Alexei, der Thronsaal, Emily. Nichts, was ich alleine kann. Ich muss hier raus. Die Ruhe, Corporal Dial. Ramsay weiß, was er tut. Der Mann steigt auf, ist ein Aal. Dunwall wird immer dann ungemütlich, sobald man es sich gemütlich macht. Delilah hat mein Mal des Outsiders genommen. Aus mit der Zauberei. Schutzherr! Unfassbar! Ramsay, ein Verräter? Geht es Lady Emily gut? Hier läuft ein Staatsstreich. Emily, sie wurde eingesperrt, sozusagen. Sie müssen aus dem Tower heraus. Vielleicht durch Emilys Schutzraum. Da war ein Kapitän, früher am Tag. Unten am Hafen hat sie gesucht. Fliehen Sie und helfen Sie Emily. Tut mir leid, Hauptmann Mayu. Leben Sie wohl.
Diese Bastarde gehören zu Ramsay und zum Herzog von Zerkonos. Untreue Hunde. Der Thronsaal ist verriegelt. Wir sollten jetzt Zeit haben. Bleiben Sie hier und halten Sie jeden auf. Ich bin zurück, wenn ich alles durchsucht habe. Falls ich mich nicht selbst in diesen verdammten... Tja, die natürliche Ordnung setzt sich wieder durch. Wir Ramsays haben das Königspaar von Morley bewirtet. Wussten Sie das? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings und Boyles verbracht. Mit der feinsten Gesellschaft. Und bald werden Sie wieder dazu zählen, Hauptmann. Das war für meine Tochter, Verräter. Ich werde dich nach Hause bringen, Emily. Ich nicht meine eigenen Sachen tragen. Und jetzt habe ich überall Schanker. Sinnloses Töten. Ermordet, allein wegen ihrer Treue zu Emily. Eiskalt. Von außen versperrt. Thank you.
Jessamine ließ mich mal so ein Ding zu einem Picknick schleppen. Lang ist's her. Wer auch immer meine Gegner erledigt, es kalkuliert tut, um mich zu schwächen. Der Kronmeuchler arbeitet für jemanden. Nur wen? Morgen jährt sich wieder einmal Mutters Todestag. Ein trauriger Tag für uns. Aber denk auch an all das, was in den letzten 15 Jahren geschehen ist. Du hast mich beschützt und mich gelehrt, mich selbst zu schützen. Du hast mir gezeigt, was richtig für die Menschen im Reich war. Wir haben den überschwemmten Bezirk trockengelegt und die Banden in Schach gehalten. Gestern ist ein prächtiges Schiff in Mutters Namen vom Stapel gelaufen. Ich versuche, die Herrschaft zu sein, die ich gewünscht habe. Das Schloss stammt von Sokolov. Emily ist nach der Seuche oft hier eingeschlafen. Das ist von Samuel Beechworth. Welchen Ratschlag er wohl heute hätte? Wirst du mit Freude an deine Kinderjahre zurückdenken? Oder gab es zu viele Kindermädchen, Dinner und Lektionen über langweilige alte Geschichte? Vielleicht erscheinen dir unsere gemeinsamen Stunden schöner. Die Zeit mit deiner Mutter, Corvo, der mir immer sehr am Herzen lag. Hoffentlich sind die Ratten und Plagen nichts weiter als nur ein Schatten auf deinen frühen Erinnerungen. Eine vergangene Krise, der deine Mutter... Ist vielleicht praktisch. Ich glaube, der Kronmeuchler hat eine Verbindung zu Delilahs... Ich hoffe, du wirst das gut machen. Wieder zurück in die Welt. Wie viele Leute hatten diese Maske vergessen? Aber meistern. Bewahre dir ein gutes Herz, Emily. Zeichne und erzähle Geschichten und teile deine Macht nur mit jenen, denen du wirklich vertraust. Könnte ich doch nur noch einmal mit Jessamine reden. Die Reserven helfen nicht gegen Delilah. Selbst wenn ich alles hier herausschaffen könnte... Bis ich alles verstanden habe, muss ich mich verstecken. Ich muss ins Hafengebiet kommen. Ich habe zugehört, als Emily und Callista aus diesem Buch lasen. Gut, dass sie Emilys Vertreibung aus dem Tower nicht erlebt hat.
Aber schnell raus aus Dunwall. Delilah hat Emily versteinert. Aber ich werde sie zurückholen. Du bist deine Uniform nicht wert. Ich muss ein Schiff finden. Hier wimmelt es von Männern des Herzogs. Hört mal her, schlechte Nachricht. Ramsay ist tot. Corporal Moore hat den Tower durchsucht und Corvo Atano ist offenbar geflohen. Wir müssen ihn finden. Das war's, das ist der Befehl. Schwärmt aus und findet das Ziel. Wir stehen zum Herzog von Zerkonos. So oder so. Es gibt keinen Weg zurück. Hey, wer rennt denn da drüben herum? Seltsame Zeiten. Was? Das ist Corvo Atano. Oh. Hey, wer ist? Das hier.
Tut mir leid, dass du uns verpasst hast. Ich werde die Kinder früher als erwartet auf Dunwall fortbringen. Ein paar Wochen vor dem baldigen Jahrestag des Todes von Kaiserin Jessamine. Es wird immer schlimmer. Und damit meine ich nicht nur den Kronenmeuchler. Außerdem kann man mit den neuen Silberbergleuten im Süden gutes Geld verdienen. Daher sind ein paar Vorbereitungen nötig. Erstmal danke. Dunwall. Von heute an ist Delilah Caldwin neue Kaiserin. Reise, Delilah! Erste ihres Namens. Das kann die Ferner wird Corvo Atano wegen Verrats gesucht. Du gehst nirgendwo hin! Alle, die dem kaiserlichen Schutzherrn Unterschlupf Stank selbst nicht mehr. Ich glaube, da war etwas. Wer ist da? Nicht in der Stimmung. Komm sofort raus! Mit dir. Zeig mal um. Zeige Corvo Atano! Ich will nicht sterben! Es dauert nicht lang! Du Bastard! Treuloser Hund. Bedecktes Gesicht wird der Garde nicht gefallen. Selbst die vertrauten Stadtteile werden langsam gefährlich. Das ist doch kein Leben. Selbst die vertrauten Stadtteile werden langsam gefährlich. Das ist doch kein Leben. Stiefel. Passen nicht gut. Wir sollten darüber nicht sprechen. Bis später also.
kommst du heute Abend mit? Klar, bin dabei. Hier hat sich mit den Jahren einiges verändert. Achtung! Passen Sie auf! Das ist Kobold! Was ist hier los?
Ichabod Boyle, zerstückelt vom Kronenmeuchler. Ein Freund von mir, aber ob er es verdient hat, so zu sterben? Ich kenne das Schiff nicht. Fragen wir mal den Kapitän. Die Straße ist auf Befehl der Wache gesperrt. Gesperrt? Was war das? Und was soll ich jetzt machen? Was? Bin mit meiner Familie vor 3 Jahren hergezogen. Der größte Fehler meines Lebens. Das ist Corvo Atano! Bei meinem Glück ist das der Kronenmord. Nein, verdammt! Ich will nicht sterben! Glaubst du, ich habe Angst? Das war. So verstehen Sie doch. Ich rufe um Hilfe, wenn Sie nicht gehen. Nein, bitte nicht!
glaubst wohl, du bist leise. Was? Da drüben, auf der Treppe! Dieser Kerl, Teil des Staatsstreichs, da bin ich sicher. Ich habe ihn mit Ramsey von der Stadtwache reden sehen. Passiert ist passiert, aber ich hatte nichts mit den Morden zu tun. Das weiß ich. Ich hätte nie den Namen Kronenmeuchler drucken dürfen. Man hat mich dazu gezwungen. Tut mir leid. Vergebung ist nicht meine Stärke. Was auch geschieht, passen Sie auf. Wenn die Zeit reif ist, drucken Sie die Wahrheit. Das werde ich tun. Ich frage nicht nach Ihren Plänen, aber zum Wohle Dunwalls und des Reichs hoffe ich, dass Sie Erfolg haben. Ah! Was ist denn jetzt los? Nein, nein, nein! Und was ist hier los?
Qualölknappheit, dann die Morde. Was kommt heute Nacht wohl auf uns zu? So verstehen Sie bitte? Doch. Ich rufe um Hilfe, wenn Sie nicht gehen. Was? Entzückend. Ich sollte Leibwächter anstellen. Naja. Höre ich Geschwister. Elaine hat vorhin irgendwelche Wachen kämpfen gehört. Höchst ungut. So verstehen Sie doch. Ich rufe um Hilfe, wenn Sie nicht gehen. Hilfe! Wache! Hilfe! Was ist da? Sieh mich! Und was ist hier los? In Dunwall Geschäfte zu machen. Aber die Hutmacher werden versuchen, vom Chaos des Staatsstreichs zu profitieren. Und mit dem Streit der Kaiserlichen wird es sicher nicht einfacher für sie. Das glaube ich auch. Bleib hier. Ich sehe nach, was das war. Was ist hier los? Ich sehe nur kurz nach. Hallo? Ist das... Wollen wir doch mal zeigen, wie Gast von Neu-Dunwall sein kann? Eine Leiche? Hier? Ah!
müssen Sie nicht tun. Sicher. Diese Stadt. Nichts. Ramsay war fleißig. Muss ein Schiff finden. Das ist Corvo Atano! Thank you.
Wenn Dunwall... Lord Atano, Sie sollten mir wirklich zuhören. Kaiserlicher Schutzherr, tut mir leid, aber Sie sehen aus wie eine wandelnde Leiche. War ein ungewöhnlicher Tag. Es ist ein Staatsstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund, Anton Sokolov. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und eine Warnung. Ich kenne Anton. Der Herzog hat eine gewisse Delilah auf den Thron gesetzt. Sie haben Emily, ich konnte fliehen. Ich muss erstmal verschwinden, mich neu orientieren. Irgendwas passiert doch immer in Dunwall. Ist wie das Ende der Welt. Ich muss nach Karnaca, wo die Meuchelmorde begonnen haben. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Ja, sie heißt die Dreadful Whale. Wollen wir? Wir gehen bald, jetzt noch nicht. Sokolov spricht sehr vertraut und nur Gutes von Ihnen und Emily. Sind Sie fertig? Dann auf nach Karnaca.